Ja, das soll jetzt erstmal kurz durchatmen. Ich begrüße Sie ganz herzlich zur Herr Kollege Halm. Notorisch zu spät, muss man kurz seinen Laptop aufbauen. Ich begrüße Sie ganz herzlich zur Pressekonferenz hier nach dem Drittligaspiel der Lilien gegen SV Babelsberg. Grüße den Gästecoach Dietmar Demuth und alle die, die aus Babelsberg mitgereist sind, ganz herzlich. Grüße und gratuliere unserem Coach Kostas Runjajc für das, was eigentlich ziemlich unfassbar erscheint. 2 Spieltage vor Schluss jetzt schon den Klassenerhalt und von daher allen Ihnen nochmal herzlich willkommen. Ja, und ich würde gleich an Dietmar Demuth weitergeben für seinen Spielkommentar. Ja, erstmal Glückwunsch von meiner Seite, wie eingangs gesagt, an den Klassenverbleib für Darmstadt. Wir hätten es auch gerne ein bisschen eher gemacht, so machen wir es ein bisschen spannend. Wir wollen das jetzt am nächsten Wochenende vollziehen, da haben wir Bielefeld zu Hause. Im Grunde genommen ist in der Tabelle nichts passiert. Die Ergebnisse haben für uns oder sprechen für uns. Trotzdem müssen wir natürlich zusehen, dass wir noch punkten und man muss jetzt schon langsam einen Rechenschieber rausnehmen. Zum Spiel, wir hatten nie die Chance, Zugriff zu bekommen. Die Darmstädter haben das gemacht, was wir gegen Aalen letztes Wochenende gemacht haben, aggressiv vorne drauf gegangen, uns nie ins Spiel kommen lassen. Und wir sind müde, das sieht man. Das war die 5. englische Woche, das darf man auch nicht vergessen. Wir hatten immer noch schwere Pokalspiele dazwischen. Das merkt man der Mannschaft an. Sie hat Körner gelassen die letzten Wochen. Und von daher ist es auch verständlich, dass man da keine große Gegenwehr, wenn man so einen aggressiven Gegner hat, keine große Gegenwehr mehr hatte. Und dann kommt dann so ein Ergebnis raus. Dann haben wir uns natürlich noch selbst geschwächt durch die rote Karte. Und das ist dann auf so einem Boden und gegen so einen Gegner natürlich verdammt schwer, da nochmal ins Spiel zu kommen. Und man hat gesehen, was ich eingangs gesagt habe, wir hatten nie Zugriff. Und von daher geht der Sieg voll auf in Ordnung. Danke. Ja, danke Dietmar Demuth. Costa. Ja, ich kann nicht meinen beiden Trainerkollegen nur anschließen. Ich denke, hochverdienter Sieg, überragend, was die Mannschaft heute geleistet hat. Tom Eilers sagte schon letzte Woche, 42 Punkte reichen. Darauf wollten wir uns nicht verlassen und wollten unbedingt heute den Sieg einfahren und die vorzeitige Entscheidung herbeiführen. Das ist uns gelungen. Ich muss nur sagen, dass großen Respekt unserer Mannschaft gegenüber, was die geleistet haben, wie sie unter dieser Anspannung, die war ja sicherlich vorhanden in dieser Woche, wie sie das dann umgesetzt haben auf dem Platz, das war schon ein großes Kino. Also, wir hatten auch gemerkt, dass wir sicherlich etwas regeneriert waren, dass wir die nötige Frische hatten, die wir leider in der letzten Woche, aber auch nachvollziehbar nicht hatten und dementsprechend von der ersten Minute an Vollgas nach vorne gespielt haben und verdient in Führung gegangen sind, die Führung ausgebaut haben und schade, dass das Tor von Rudi Hübner nicht anerkannt worden ist. Er meint, er hätte die Kugel mit der Brust über die Linie gebracht. Der Linienrichter war anderer Meinung. Das wäre natürlich nochmal das i-Tüpfelchen für den heutigen Tag. Und nochmal ein herzliches Dankeschön an unsere Fans. Das war heute auch wirklich eine super, super Stimmung. War fast ähnlich so gut wie gegen Memmingen. Vor einem Jahr, aber ich denke, die Fans haben auch begriffen, dass es eine sehr schwere Saison für uns bisher war, dass wir eine große Herausforderung gemeistert haben und dementsprechend, sie waren da genau zu einem richtigen Zeitpunkt und da sage ich auch Hut ab, das ist auf jeden Fall etwas, worauf wir aufbauen können und wir haben jetzt noch 2 Spieltage, wir wollen versuchen natürlich auch die nächsten 2 Spiele zu gewinnen. Und wollen sicherlich im letzten Spiel gegen VfB Stuttgart hier ein großes Fest feiern. Und über alles andere werden wir uns dann zu gegebener Zeit in Ruhe unterhalten, was Planung nächste Saison angeht, etc. Man hört mir auch an der Stimme, ich bin ein bisschen angeschlagen und dementsprechend, denke ich, habe ich auch genug geredet. Die Mannschaft, wie gesagt, nochmal überragend heute gewesen und überragendes Spiel. Und ich denke, wir freuen uns alle und es ist eine große Erleichterung für alle. Danke. Danke dir, Costa. Entschuldigung, natürlich, es gehört sich auch und ich meine es auch ehrlich. Ich wünsche euch natürlich auch für die nächsten Spiele die entsprechenden Punkte und dass ihr dann, glaube ich, dann auch im dritten Jahr in dieser Liga erhalten bleibt und viel, viel Glück und viel Erfolg. Danke.
Ihre Fragen bitte. Wo gehen wir hin heute Abend? Die Frage des Kollegen Eilers können wir nachher noch, glaube ich, klären. Jetzt geht es nochmal vielleicht rund ums Spiel oder die sportliche Situation zunächst nochmal kurz. Gut, ja, dann auch nochmal von mir und im Namen des gesamten Präsidiums wirklich ein großes Lob, ein großes Dankeschön und Gratulation, Costa, an dich und dein Team und die ganze Truppe für einen Wahnsinnsjob, den ihr in dieser Saison gemacht habt. Die Lilien bleiben in der dritten Liga, da sind wir alle sehr froh darüber, deswegen lese ich jetzt trotzdem noch die anderen Ergebnisse vom heutigen Spieltag.